So. Ab hier hatten wir jetzt quasi alles. Richtig? Das ja. War neu. Das war neu. Das war neu. Hier war nichts. Da kommen wir gleich also aber rein. So, hier. Das heißt, ab jetzt gucken wir. Das haben wir gerade schon gemacht. Aber vorbei. Wieder auch humpelt dabei, ne? Betrunken Schwerkraft. Ha. Erstmal gucken. Die Geräusche gehen immer aus, sobald du diesen Raum betrittst. Ja, aber ich glaube, das gehört einfach zu dieser Musik dazu. Oh, Psychologist. So. Das erklärt einiges. Hier geht's nicht weiter. It's blocking my way. Wir brauchen doch nur so eine verkackte Leiter. Jeder ganz normale Mensch hätte jetzt einfach schon tausendmal sich zum Brett genommen und damit eine Leiter gebastelt. Ah, das kann er nicht. Der hat ja die Hände voll. Die Hände sind ja alle voll. Kann ja nichts machen. Ich habe mich gerade über einen Stuhl erschreckt. Nice job. Und? Ja, aber das ist wirklich ein korrekter Typ, ne? Zombies erschießen und so und Leute killen. Aber nicht abgeschlossene Türen. So was macht man nicht. Wie kommen die da eigentlich rein? Moin. Ich speichere mal ab. Oh ja, hatte ich auch vor. Auf so, den dritten dann, dritten, ne? Ja. Das war nämlich der Fehler, den ich glaube ich irgendwann mal anders gemacht hatte. Dann bin ich nämlich gar nicht weitergekommen. Kannst dein Handy kurz an den Akku schließen. So, war ich hier alles durchgegangen? So, mehr gibt's hier nicht, ne? Nein. Lies mal nochmal den Zettel. Hä? Lies mal nochmal den Zettel da. Da war ja nur so ein Kindergedicht drauf, so ein Reim. Ja? Ja. Ja, three playing in the park. Set the first key, let's go home before it gets dark. The first two went on their merry way home. Third stayed playing all alone. Come here, little child, come to me. The bushes whispered softly. They say curiosity killed the cat. Ach, wie schön. Den hatte ich nämlich noch gar nicht gelesen. Den kann ich auch nicht. Weil nur den hatte ich schon, hatte ich schon in der letzten Folge irgendwie. Ah. So. Nee, du wolltest hochgehen. Hochgehen? Hä? War die vorher auf? Ja, das haben wir auch schon. War die vorher schon auf? Hat er hier mal geklopft? Ja. Die war vorher nicht auf. Die war vorher nicht auf. Oder? Nee. Warum hat's gerade gepiept? Bin mir nicht sicher. Speichern. Speichern. Fuck, in dem Raum wird was sein. Alter, das... Er ist leer. Ja, es hat gerade gepiept. Es hat auch irgendwie geklopft. Vielleicht klopft das hier woanders. Schon wieder. Vielleicht ist das Handy. Ja, aber es hat ja auch diese kleinen Klopfgeräusche gemacht, oder nicht? Meine ich auch. Da. Ja. Oder gehört es zum Soundtrack? Ja, es gehört zum Soundtrack. Porco Dio.
Fuck, oh, Madonna. Ein bisschen aufregend. Okay. Ja, warum piept das dann? Was jetzt? Wohin? Das lenkt ab. Ich würde sagen, da kamen wir gerade raus, oder? Ja. Also wieder nach unten. Nee, warte noch mal kurz. Oder meinst du, sicher, dass da nichts mehr ist in dem... Oder in dem eigenen Zimmer? In dem hier? Ja, dass wir da nicht irgendwelche Türen übersehen haben, die vorher nicht offen gegangen sind. Ich habe ja eigentlich gerade alle durchgecheckt. Ist dieses Bip-Bip-Bip. Hier ist ja nichts. Was zur Hölle ist dieses Piepen? Vielleicht am Ding jetzt gekommen, musstest du dich. Hast du nicht gesagt, du hattest schon mal ein Video angeguckt? Hä? Hast du nicht gesagt, du musstest dir schon mal ein Video angucken? Um zu checken, wie ich weiterkomme? Nein, im Spiel, dass du irgendwie was angucken musstest aus dem Fernsehen. Ja, weil da habe ich auch vorher wirklich manuell eine Kassette eingesammelt. Ach so. Warum hast du eigentlich zwei Schlagstöcke? Kannst du damit doppelt prügeln? Vielleicht? Und anscheinend ist die Webcam auch wieder ausgegangen. Okay, dann werden wir jetzt einfach ein bisschen so zocken müssen. Na, ja, das ist dann so. Stronis Handy will nicht. Das heißt, wir gehen hier runter. Jo. Ja, wir rätseln viel. Ey, das sieht doch voll aus wie Wasser. Ja. Vielleicht ist das... Vielleicht stirbt man da instant, wenn man da sonst nicht mehr rauskommen würde. Oder weil da was drin ist und wir müssen das erschießen. Nee, das sollte man ja von da oben sehen. Bip, 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 bup, bup. Bip, bup, 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 bup. Bibubu? Bibubiba. Bibubi? Bibubi! Bububa! Bububi! Geistreiche Konversation. Kann man hier was kaputt kloppen? Ich laufe mal so rum, wie du rumgelaufen bist. Hier waren wir irgendwie wahrscheinlich. Ja, einfach irgendwas randommäßiges. Jetzt sind wir hier schon wieder. Okay, jetzt lass uns nochmal zurückgehen. Was passiert, wenn man runterspringt? Okay, dann lass uns noch weiter runtergehen. Also man braucht definitiv eine Leiter. Wahrscheinlich ist das so mega obvious und wir sind einfach voll behindert. Ja, es wird so richtig, richtig offensichtlich sein. Hm? Ich fühle mich immer willkommen, wenn ich hier reingehe. Weil. Das ist ein schönes. Schöner Teppich, alles zurecht gemacht. Ich dachte wegen den Schatz. Schuhe stehen da. Ja. Immer willkommen, wenn die. Der jammert immer so sehr. Das Gute ist, draußen ist direkt auch wieder ein Checkpoint, das weiß ich, auf der anderen Seite des Fensters. Ja, so ein Geräusch macht Glas übrigens. Ich finde das immer wieder toll, was dieses Spiel uns über Physik beibringt. Ja, ne? Da bist du davon lang gesprungen. Als du deine
Rechtsmanie hattest. Ja. Ey, komm, lass mal wieder tauschen, ey. Du hast für sowas irgendwie mehr Glück. Ja, ich bin sowieso jemand mit viel, viel Glück. Muss man dazu sagen. Mhm. Dafür, dass das angeblich eine Stunde laufen soll, hat er jetzt in den paar Minuten schon die Hälfte geschafft. Hervorragend. Mein Handy. Oh ja, also, ich sollte vielleicht das Ding hier aufsetzen. Da. Ich denke nämlich... Da ging's lang, ne? Wieder quasi auf dem Weg nach oben. Ja. Ich hasse dieses Gebäude, ne? Ich habe da so viel Zeit in dem Spiel drin verbracht, in diesem Kackhaus. Ich finde jetzt den Clou. Finde den Clou. Doofe Lampe! Das ist so scheiße. Wie war's? A. Sagst du A? Das war die Lampe. Du hast sie gehauen. Hast du das gesehen? Ich hab auch deine Brüder verprügelt. Guck mal. Irgendwie sieht das auch wie ein Gesicht. Das ist Michael Jackson. Bitte dann. Nee, Quatsch. Das war schon wieder I Want Another One Bite the Dust. Dum 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 dum. Und dass du fast tot bist, sowieso schon. Das sind Probleme von Mindermenschen, sage ich immer. Weißt du, was mein Problem ist? Kackte Coca-Cola. Auch nur aus Holz. Was ist das denn für ein Chardonnay? Sehr interessante Bücher hier. Hey, Fernseher. Du bist verhaftet. Als man das erste Mal in den Glas Raum... Glas war Glas. Verhaftet. Als man das erste Mal in den Raum gegangen ist... war in einem der Müllbeutel so ein Viech drin. In der Müllbeutel? Ja. Und Müllbeutel soll das sein. Was dachtest du denn? Keine Ahnung. Steine, die die Leute reinschmeißen? Ich meine hier... Okay. Ich würde mich nicht wundern in dem Haus. Oh, meine Fresse. Die Leute machen Sachen. Mal. Was machen Sachen? Mal, was geht? Na, wir wohnen hier. Maschinenraum. Schade, ich hatte richtig Bock auf... Wenn du Krach machst, mache ich auch Krach. Zack, so. Weißt du was? Ja? Spiel du weiter. Ja. Find das raus und ich google gerade mal ein bisschen kurz. Nein, das tut's nicht. Wieso? Wie unehrenhaft von dir. Die letzte Viertelstunde kannst du fast rausschmeißen. Oder ja, ein spontan streulich Supermix machen. Sehen Sie jetzt, während Fabian versucht, eine Lösung für das Problem online zu finden, Streuni haut auf Sachen. Was bist du denn für einer? Verhaftet. Du bist auch verhaftet. Geil! Du bist verhaftet. Ja, ich habe auch Angst vor dem Keypad hier. Eins, zwei, drei. Die Nummer vier. Ich hab eine tolle Idee. Was denn? Verdammte Zigaretten. Hör auf zu rauchen. Scheiß Gläser. Thank you.
glaube, es hackt hier. Ja, da platzt mir doch das Hemd, da läuft mir doch der Wein aus der Kanüle. Das ist doch. Das ist hier doch. Reinstes Tohuwabohu. Ich weiß, wo es weitergeht. Oh mein Gott, wir sind wieder am Start. Wir wissen jetzt, wo es lang geht. Und wir haben auch nicht gecheatet oder sonst was. Oder wie uns Informationen besorgt. Wir sind in meine Kneipe gegangen, haben zwei Bier getrunken und haben uns gedacht, ah! Das ist die Idee. So, erstmal muss ich herausfinden, wo ich gerade überhaupt bin. Nee, das ist falsch. Ich war schon auf dem richtigen Weg. Ich war auf dem richtigen Weg, du Hoden. Selber Hoden. Ich kann nicht glauben, dass du mich so genannt hast. Glaube ich auch nicht. Ich meine, du hast eigentlich den Plan. Hat es was damit zu tun, dass jemand Sachen haut? Ja. Es hat was damit zu tun, dass man Sachen haut, oder? Pass auf, man muss hier dreimal auf das 1-Schild hauen und dann einfach weitermachen wie gehabt. Das ist der Trick! Ja! Das ist der Trick. Denn jeder weiß, wenn da der 1 steht, tue Sachen dreimal. Ist mir ein bisschen zu simpel. Nur, wo komme ich jetzt am besten an Munition, ist die Frage, ohne zu sterben. Wie kommt man jetzt am besten daran, geheilt zu werden? Beziehungsweise eine Syringe. Meinst du, da kommt jetzt gleich was? Meinst du, da kommt nichts? Nein, ich glaube diesmal, ich glaube, die geben sich friedlich. Die Leiter! Inventar voll. Das ist lustig. Oh, ich stecke an der Wand fest. Perfekt. Nein, stecken bleiben. That's what he said. Nein, du tauchst. Drop. So. Irgendwas passiert gleich. Also wir können jetzt theoretisch schon wieder abhauen. Wollen wir noch weiter forschen? Wir sind doch jetzt gerade bei Jugendforscht, richtig? Jugendjazz. Oder so. Achso, du meinst was anderes. Jugendforscht, ja, ja klar. Dann lass uns hier einfach mal lang planschen. Vielleicht finden wir ja eine Syringe. Es wäre ganz angebracht in diesem Tal. In dem. Ich krieg gleich einen Krampf in meiner Hand, ey. Ja, ich auch. Ich hatte das eben schon da. Den kannst du nicht öffnen. Stimmt nicht. Ach, schade. War eine schöne Idee. Ich verstehe aber auch nicht genau, wie dieser eine Schlagstock dein Inventar so verschmutzt hat, vermüllt hat, dass du keine Leiter aufnehmen konntest. Krass, wa? Das ist wie bei Age of Empires, weißt du? Da packst du 5 Kriegselefanten in ein Boot, aber 10 Bogenschützen passen da nicht rein. Ey, das ist eine Lampe. Ich glaube, die musst du hauen. Ich glaube, ich kann unter Wasser nicht schlagen. Guck mal, wir können ja auch sonst nirgendwo anders hin. Das war wirklich viel zu simpel. Definitiv. Achso, Mama hat gesagt, du musst da sein, bevor es dunkel wird. Ich glaube, das hast du nicht geschafft. Das steht auf der, auf dem Handy. Aber du hörst ja nicht auf Mutter. Es tut mir leid, Mami. Bevor du die da aufbaust. Speichern? Ja, zum einen. Und nee, bau die mal auf, erstmal. Yeah, yeah, yeah! Und dann hol dir, den Schlagstock von oben wieder. Das ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Aber draußen ist ein Speicherpunkt. Und draußen steht noch eine Leiter. Das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt sterben wir einfach wieder instant. Weil da irgendwelche Viecher sind. Ich sehe es kaum. Direkt ins Face. Polizei, oh mein Gott! Speichern!
Oh, wir haben uns schon einmal durchgespeichert. Das ist ziemlich gut. Nicht die Polizei. Wo sind die Polizei, bitte? Bitte. Okay, jetzt sind wir. Jetzt ist wieder neu. Jetzt können wir wieder sterben. Okay. Hauptsache, du hast dein Handy dabei. Wie quatscht der Film? Jumpscare. Hier war ursprünglich mal ein Jumpscare, aber der ist ja schon ausgelöst. Mensch, beruhig dich mal wieder. Der Typ. Aber trotzdem sprinten können, ne? Ja, ne? Das Lied heißt übrigens Spanish Flea. Falls du das demnächst mal brauchst. Okay, gut zu wissen. Sand! Wir müssen wieder. Sand. Wir müssen wieder rein. Ich finde das draußen so viel angenehmer als in diese klaustrophobischen Räume. Klaus. Wenn ich gleich tot bin. Und da unten wimmelt alles voller Viechern, das weiß ich. Weißt du wirklich? Ja. Hast du sie da gelassen? Ja. Zumindest wenn wir gleich wieder ins Wasser gehen. Also wir dürfen uns nicht hauen lassen, weil nach einem Schlag sind wir tot. Oh, diese Musik, ne? Alter, das klang gerade so ein bisschen... Ja, hier sind noch alle Viecher. Du bist einfach durchgelaufen. Da hockt... Die sieht man nämlich da noch im Wasser. Wenn ich Glück habe, kann ich denen ausweichen. So wie auf dem Himmelweg. Okay, das klappt gut. Ich bin ihn ausgeweicht. Das war Absicht, oder? Ja. Jetzt da hoch. Und jetzt, das Ding ist zu. Zack, musst. Funktioniert nie wieder. Der hat einen schlimmen Bluterguss. Der hat die ganze Zeit so ein Fadenkreuz im Auge. Ja, ne? Schlimm. Sollen wir zum Arzt gehen? Ja, ich kenne da echt einen guten Arzt, aber ich glaube, den hat er erschossen. Oh, verdammt. Du hast Kinder gegessen. Was, verdammt. Das ist noch so ein Viech. Dem kannst du nicht ausweichen? Bin ich. Nope. Hoch! Okay. Mach das bitte zu. Es geht nicht. Wenn ich jetzt wieder E drücke, laufe ich da wieder runter. Die Fixer. Diese Schweine. Also der Innenarchitekt gehört gefeuert. Speichern. Geil. Wir haben Munition, aber kein Leben. Ich frage mich, wann wir einen Powerstern finden. Mal, hast du den einfach mal in die Fresse. So, zack, fertig. Sand. Bitte ab! Hallo, Selbstbefriedigungs-AB. Oh Scheiße, jetzt schieß doch! Idiot! Oh fuck. Porco Dio! Was ist denn los mit den Viechern heute? Nein! Fernseher will in 5 Minuten ausgehen. Warum das? Er ist ein Dummer.
Ich sagte, wenn da noch mehr kommen, sind wir voll am Arsch. Guck mal, ob der. Konntest du den Pickel von denen nicht nehmen? Nee, aber. Oh, erst. Wo war der letzte Speicherpunkt? Soll ich nochmal reingehen und speichern? Oder nicht? Kannst machen. Nö, warte, der ist sowieso so nah dran, der Speicherpunkt. Ja, aber dann musst du den Typen halt nochmal wieder schießen. Und was sagt mir? Das. Ah, ne, wobei. Das, wo die einfach auftauchen, ist hier nicht. Hast du noch Munition? Noch ordentlich? Du hast und noch was in der Schrotflinte, ich oder? Ich hab 4 Schuss da und ich hab noch ein bisschen was in der Schrotflinte, ja. Ja, gut, dass wir das vorher abgecheckt haben. Hm? Okay, so. Komm schon, ich will so eine behinderte Syringe haben. Wobei ich erstmal auf Long Range das Ding nehme. Oh, ein Fahrrad. Und das ein Speicherpunkt. Das hätte uns eine Menge. Soll ich speichern? Ja, mach mal ruhig. Aber mit so wenig Muni? Ach, komm, wir warten. Ach, stimmt, wir machen ja sowieso so einen anderen Speicherpunkt. Ja. Was denn? Warum blinkt das so? Es schneit! Und geht's jetzt wieder zurück? Ja. Warum? Weil ich glaube, wir müssen da lang. Denn. One is located du musst in die Saxon Avenue. Witzig! Weißt du, wie meine. Die Straße, in der ich wohne, heißt fast ähnlich. Echt? Ja. Sachsen. Ja. So, von da ist gerade jemand gekommen. Ja. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass da wieder jemand kommt. Das wird dort. Oh, Kaninchen! Ja, das ist definitiv nicht unwahrscheinlich, aber das heißt wenigstens, dass man in die richtige Richtung geht, oder? Aber was ist das denn? Das ist so ein Baum. Das ist kein Baum. Das ist ein Baum. Das ist einer der Bäume. Der Menschenbaum mit Gesichtern drin und so. Warte mal her. Der kann einen auspeitschen. Ach, Harry Potter ist jetzt. Aber mit mutanten Gesichtern. Ach, Mann. Aber wo ist die Saxon Avenue? Das ist ja schon ewig her. Da. Ah, perfekt. Kommt man an dem vorbei? Ja. Und hier sind auch gerne Viecher drin. Mensch, Kinders. Richtig Spaß hier. Ist nett, ne? Die Geräusche. Ach Quatsch, das klingt wie meine Mutter beim Mitternachtssnack. Ah, nice. Ich liebe dich, Mami. Du bist auf YouTube, du bist ein Star. Der Moment, in dem ich ein Star werde, ne? Da. Wenn ich oder hatte ich die hier schon damals alle gekillt? Sieht so aus, als wärst du sorgfältig gewesen. Können wir da hinten lang? Ich glaube ja. Ja, es sieht so sehr so aus. Ach, vorbei, ne, ich habe ja irgendwelche Spieldaten, muss ich ja aus dem Internet ziehen, deswegen ist das gar nicht das, was ich gespielt habe hier. Aha. Ach, hier ist auf alle Fälle einer mal rausgebrochen, das sieht man. Aus der Wand. Oh, ich hasse es, wenn die bei mir rausbrechen. Ey, cool. Warum liegen hier überall... Moin. Was geht bei dir? Drittes, ne? Hm. Und was geht bei dem so? Vielleicht kann ich den Sofa kloppen. Habe ich Sofa gesagt? Sofa kloppen? Sofa kloppen. Oh, ich habe nichts zum Sofa kloppen. Doch. Doch, du hast recht. Das war Absicht. Das war pure Absicht. Ja. Schweinehund. Aber wir könnten jetzt quasi 2-3 Experimente machen. Bevor du neu lädst, können wir mal gucken. Du kannst hier jetzt mal kurz Munition verbrauchen, denn danach kann man ja laden. Guck mal, wir machen jetzt empirische Tests. Haut man die schneller um, indem man ihn in den Kopf schießt? Oder indem man ihn in die Eier schießt?
Und jetzt nur laden. Zwei Schüsse in den Kopf. Okay. So, das nenne ich Empirik, mein Freund. Das ist Empirik. So, Load Game. Jetzt bin ich gespannt. Naja. Also ich glaube, man wird mehr brauchen als. Wenn man genauso viele braucht, dann ist es Bullshit, auf den Kopf zu zielen. Ah. Okay. Kopf. Okay, und dann muss man da trotzdem auf den Kopf zielen. Das heißt, immer wenn ich auf den Kopf gezielt habe und so verkackt habe, heißt das einfach nur, dass ich übertrieben inkompetent war. Ich glaube einfach, du hast immer auf den Sack gezielt und dann ist das so, dann hat es so verzogen. Was soll ich jetzt machen? Auf den Kopf einhauen oder versuchen, auf ihn zu vermöbeln? Oder weißt du noch, wie man ausweicht? Ja. Doppel irgendwo hin. So in etwa. Ist er schon tot? Nein. Sieht nicht tot aus. Bewegt sich nicht mehr. Lass ihn mal einfach rauf. Oh, Alter! Was für ein Arschloch! Ja, das war der alte Trick. Du musst es auch machen. Du musst beim ersten Schlag umfallen. Und wenn er dann kommt, ja, hast du schon genug? Zack! Nice. Aber Alter, da haben wir beide aber zusammengezockt. Ja, ich hab mich auch wirklich erschreckt. Das ist wahrscheinlich wirklich der einfachste Gegner im ganzen Spiel. Also. Ja! Ich meine, der ist festgekettet. Versuch's doch einfach mal von anderen. Wow, ich hab den beleuchtet. Ich hab. Na, wir müssen gar. Den Trick kenne ich. Den Blick kenne ich von dem. Welchen Blick? Ja, der hat dich doch schon ganz genau wieder so angesehen. Ja, komm doch, ich hau dir eine rein. Widerlich sowas, ey. Ich meine. Sein Blick sagt definitiv. Der sagt alles. Er hatte eine schwere Leute. Kindheit. Ja, ich glaube, dass. Dass diese Aggression davon kommt, dass ihn deine Mutter nie so sehr geliebt hat. Und deswegen ist sein Gesicht auch so. Auch eine starke Abneigung zu Hentai-Pornos kann das sein, weil das ist ihm wirklich nicht angenehm mit diesen ganzen Tentakeln. Oder soll ich ihn einfach erschießen? Professor Fabian? Ja. Ich habe eine super gute Idee. Wenn du ihn verprügeln willst, warum gehst du dann immer zu der Hand, mit der er schlägt? Warum fängst du es denn nie von deiner linken Seite aus an? Das ist eine gute Frage, Dr. Schreuner. Das sieht so aus, als würde er sich selbst in den Kopf hauen. Ja. Immerhin habe ich einen Schlag gelandet. Willst du es versuchen? Nee, wer schiebt? Aber warte. Ich möchte vorher, dass wir ihn schön Standesanblick erschießen. Das ist auch alles seine Richtigkeit hat. Warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? Ich glaube, du kannst ihn von da sogar erwischen. Meine Güte! Sprech ja mal ab, du bist bald gekommen. Sprech ja mal zwischendurch ab. Du, ich glaube, ich kann da so einfach direkt reinklettern. Und wieder einmal hat Dr. Streun recht behalten. Und wieder einmal hat Dr. Streun recht gehabt. Nice Job. Speichern! Good job. Ich würde gerne ein Gebet für ihn sprechen. Du warst ein angenehmer Toter, denn du warst weder laut, noch nervig, noch sehr gruselig. Vielen Dank. Um Gottes Willen! Zu wem hast du denn gebetet? Und offenbar. Und der wusste die Privatsphäre zu würdigen, denn er ist jetzt auch einfach weg. Ist auch einfach gegangen. Ist gestorben, ist auch einfach. Hat sich gedacht, nee. Das ist nicht so meins hier. So,
kommt da? Holy crap. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Holy crap. Du bist so tot. Du bist so tot. Ey, wenn du es cool machst, kannst du dich umdrehen? Dann machst du es einfach rückwärts. Wie jetzt? Ja, wenn du es machen. Wenn du sterben musst, dann machst du das wenigstens mit einem coolen Moonwalk. Schieß. Hast du ihn erwischt? Ich glaub nicht. Du erwischt ihn gar nicht. Das macht aber den Sound. Weg. Chirurgisch. Jetzt sind wir am Arsch! Oh ja, jetzt sind wir am Arsch. Pinche pendejo! Oh la puta que te parió! So, ist das. Oh, was machen wir jetzt? Klettern wir zurück und speichern. Ja! Dude. Ich glaube, durch den Schock sind wir einfach für ein bisschen fett geworden. So instant. Oh, scheiße! Boah! Okay, aber ich muss sagen, dafür, dass wir die ganze Zeit nur ein Leben hatten, sind wir verdammt weit gekommen. Das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Es sind also drei. Wie schaffen wir drei? Wie schafft man drei Stück? Vielleicht am Anfang besser versuchen zu ziehen mit. Wobei, ich hatte den ja getroffen. Ich sehe auch immer im Kopf getroffen, ja. Ja, wobei, du hast ihm drei Schüsse gesetzt. Und wir haben gemerkt, mit zwei Schüssen in den Kopf kannst du den Typen erledigen. Richtig? Und das ist ja kein Variant. Dementsprechend. Wobei, das war ja vielleicht ein anderes Viech. Naja, der hatte auch diesen komischen Dings immer in der Hand, oder nicht? Oder wir können einfach wieder die Taktik benutzen und einfach weglaufen. Wobei, nee, laufen kann ich ja nicht. Ich krüppel. Wie viel hast du noch? Ein. Mit der Schrotze kriege ich zwei weg. Mit der Schrotze kriegst du zwei weg? Ja, dann müsste das theoretisch aufgehen. Dann krabbel noch jetzt einmal zurück. Jetzt kannst du noch und speicher ab. Alter, das ist ja voll das Strategiespiel hier. Ja, wer wenig hat, muss mit dem auskommen, was er hat. Alter Schwede. Alter, wie wir hier auf dem Zahnfleisch kauen. Ja. Holy, dann nehmen wir gleich die Schrotze. Oh Gott, wir können es hinbekommen. Ich geh gleich ein bisschen zurück. Er kommt ja gleich angelaufen. Ich weiß. Alles klar. Zwei Schüsse. Okay. Und ich habe noch drei. Und mit zwei habe ich den gekillt. Wunderbar. Wenn du schaffst, dann kriegst du vielleicht einen Headshot bei dem hin. Okay, jetzt haben wir wirklich gar nichts mehr. Doch, ein Schuss. Und ein Handy. Und damit wir können vielleicht endlich mal Mama anrufen. Ne, da ist einer. Scheiße. Das hat geklappt? Ich dachte gerade so. Hä? Das hat geklappt? Okay, wir können's. Alter, wir kloppen uns jetzt so durch. Ja, geil, jetzt kommen die. Scheiße, der braucht drei. Sie haben an, kann ich von weiter weg schon mal so eingeben und dann muss ich halt wirklich auf ihn draufgehen mit dem Ding und zuhauen.
Komm her. Okay. Der braucht 3. Scheiße. Auch in den Kopf. Ah, Kacke. Ich kann versuchen, an ihm vorbeizurennen, ne? Die alte Wegrenntaktik. Und dann einfach irgendwo hin. Ja. Was jetzt? Verpass ihn ein? Oh, ich bin ja zu nah dran gelaufen. Ich hätte einen größeren Bogen drum machen sollen. Der hat die einfach in seinen Sack gesteckt. Deswegen zähle ich immer auf Säcke. Du kannst dich jedes deine Traumata mit dem Menschenbaum vergleichen. Mann! So funktioniert das nicht. Fuck, ich hab an dem... Kann ich direkt neu starten, ne? Oder ich renn direkt los. Whee! Wolltest du den umarmen? Ja. Fand das geil? Das hat mich angeturnt. Ich meine, eins verstehe ich nicht. Du spielst die ganze Zeit Horror Games, aber neben mir. Und ich muss das in die Kamera halten. Neben mir steht das. Was denn? Ich meine nur. Das können wir auch mal Let's Play. Let's Play SpongeBob Monopoly. Das dauert aber ein bisschen, glaube ich. Nicht mit mir, ich bin ein SpongeBob Genie. Ja, ich auch. Ein Monopoly Genie. Achso. Ich auf alle Fälle SpongeBob Genie. Oh, falsche Waffe. Da hat er dich gehauen. Aua. Ein Schuss. Wenn du den Kopf triffst. Okay. Wenn du den Kopf triffst, dann ist ein... Okay, das ist ein Game Changer. Ich muss ihn nah rankommen lassen, glaube ich. Fuck. Verdammt. Der hat sich mit dem Kopf erwischt. Das hat auch... Yes. Ja. Ja, ja, das ist gut. Okay. Ich habe einen Schrotzenschuss und einen normalen Schuss. Mit dem kann ich von weiter weg drauf ihn zielen. Dann tu das. Tu's jetzt. Renn! Renn um dein Leben! Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Hilfe! Der haut mich! Der auch. Porco Dio. Und den anderen können wir verkloppen! Wenn ich das jetzt hinbekomme. Aber dann müssen wir mit 2 ja eigentlich tot gehen. Ja. Wechsel. Boden. Okay. Keine Experimente. Schieß ihn an. Gut. War wahrscheinlich. Hat nicht geklappt. Fuck. Ich kann nochmal versuchen, ihn zu hauen. Er hat versucht, dich zu hauen. Verdammt, ich habe das. Hat geklappt. Ich habe da was verwechselt. Er kommt. Oh Gott. Und du willst deine Mutter anrufen. Das ist löblich von dir. Das ist ja schön, dass du nicht in deinem letzten Moment noch eine Besserung gesehen hast, aber. Ganz sinnig war es nicht. Nee. Oh Mann. Aber ich kann auch jedes Mal die gleiche Geschichte erzählen. Das wäre doch mal ganz witzig. Jedes Mal die gleiche Geschichte. So täglich grüßt das Mummeltier-mäßig. Ja, genau. Das hätte doch was. B!
Boom! Bitch, get out the way! Ja, also ich könnte auch jedes Mal die gleiche Geschichte erzählen, oder? Immer die gleiche Geschichte? So wie bei täglich grüßt das Murmeltier? Ja! Das hätte doch was. Ja. Da kommt er schon. Das heißt, der andere muss eigentlich auch in einem Schuss tot gehen, oder? Ah! Bitchin! Nicht in den Baum rennen. Nicht in den Baum rennen. Wir haben's gleich, hoffentlich. Alter. Das heißt, aber den verkloppen wir wieder, der da dran hängt, ne? Ja, ich wünschte, wir könnten das jetzt speichern. Ja, ich habe auch Angst. Ist ja gut, Kleiner. Hat man das eigentlich auch versuchen, da rein zu kriechen? Ja. Doch, Kapulisse, ja. Oder nicht? Mann. Bodenfäule. Ganz, ganz vorsichtig. Mit dem Telefon. Erstmal Mom anrufen. Ja, erstmal Mom. Bist du stolz auf mich? Ja, sicher. Hey, komm, beruhig dich. Alter, bin ich nervös, Mann. Jetzt ist er aktiviert. Er haut sich wieder selber. Witzig. Bestimmt gleich einer, zieh dich, Roti. Ja, wollte ich gerade sagen. Und jetzt hast du das Glück haben. Bitte, bitte, den Speicherpunkt, bitte. Warum hasst ihr uns? Warum hassen die uns so sehr? Ich hatte so ein Glück, dass ich beide mit einem... Ja. Kannst du mit einem ein Dings erledigen? Ich glaube an dich. Oh Gott. Der muss auf dich zukommen und dann ziehst du auf. Das ist nicht einer der von den Loco-Typen. Doch. Zieh die Dingens. Lauf. Zieh die Pistole. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Nicht Mama rufen. Das ist nicht die Pistole. Ein Schuss. Warte, ich kann hier nochmal nachladen. Aha. Hätte ich das mal früher gewusst. Stell dir vor, ich hab den gerade gekillt. Hä? Ne, der ist einfach nur angehalten. Sicher? Ja, sehr sicher. Ja, da oben ist er. Mutti, ich hab gerade jemanden getötet. Hey, Mom! Hey! Ja. Da muss einfach hinter den Speicherpunkt sein, sonst raste ich aus. Boah. Listen, du mich am Arsch. Jetzt haben wir wirklich gar nichts mehr. Ein Schuss. Ein Schlag. Ah, Pocodio. Oh Gott, was ist das denn? Beruhig dich mal. Dem geht's nicht gut. Dem geht's gar nicht gut. Ich weiß nicht, warum es ihm nicht gut geht, aber es geht ihm nicht gut. Meinst du, das liegt... Das liegt daran, dass sich seine Hosen die ganze Zeit selbst ausziehen und wir...
sehen, dass der nicht so... Mann, der hat Klabusterbären bis an Pimmel. Alter Schwede, guck dir das mal an. Oha. Igelt. Oh, der hört nicht auf. Der hört nicht auf. Oh, fuck, ist der auf dem Trip. Sieht so aus, als hätte er vorne ein zweites Arschloch. Ja. Oder so ein gigantisches, was einfach oder so... Oder vielleicht hat einfach irgendein Arschloch ihm mal in den Sack geschossen. Wer macht denn sowas? Kommt noch ein Tier, schon der gleiche Scheiß mit dir. Also das sieht ein bisschen aus, als würde der gerade zum Rave-Tanz. Also ich kenne Leute, die laufen ähnlich rum. Oh, dafür, dass der... auch mit Stacheldraht festgekettet. Jetzt bringt halt nicht so wirklich viel, wenn seine primäre Angriffsmethode die Zunge ist, ne? Also man hätte da vielleicht ein bisschen sorgfältiger wickeln können. Ja, aber das Problem ist, man kann ihn befreien aus diesem Dings und dann greift er einen mit Schlägen an. Hey, wie kann man ihn befreien? Ja, wenn man nicht auf seinen Kopf haut, sondern auf seinen Brustkorb. Das ist unangenehm. Ja. Übrigens, das sind auch die Viecher, die unten überall waren, wo wir uns hier vorbeigesneakt haben. Die hatten da im Wasser gewartet, solche Viecher. Ja, ich glaube, die hatten auch einfach Besseres zu tun, aber der wollte nicht. Der dachte sich, oh Mann, ist das lästig. Guck doch mal, der dachte, oh, ist das lästig, ey. Boah, nee. Komm mal klar. Ich glaube, ich versuche das dann irgendwie anders. Es geht ja nicht. Ist ja nicht machbar. Außerhalb wirkt. Was ich nochmal versuchen könnte, ist irgendwie versuchen, in den Dateien irgendwie die Schwierigkeitsstufe umzuändern, weil das ist ja jetzt auf hart. So. Vielleicht ist das Spiel einfach schwierig. Man kann es auch auf leichter stellen. Aha. Aber das kann man irgendwie jetzt nicht so im Game. Dieser Wackelkopf, ey, das macht mich verrückt. Dem jetzt nicht gut. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, dass ich mich herzlich beim Zuschauen bedanke und auch auf alle Fälle bei dir fürs Mitmachen. Was? Was? ich fand das echt witzig. Ich hätte da total wieder mal Bock drauf. Ne? Aber diesmal wähle ich das Spiel aus. Nächstes Mal wähle ich das Spiel aus. Okay, und dann und dann machen wir das mal ganz oldschool. Ganz oldschool Scheiß. Oha. Denn ein Spiel eigentlich, das jeder Gamer mal spielen sollte. Und jeder Let's Player. Sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schon gespielt habe. Ja, aber das ist halt noch ein Nintendo-Spiel und das hat Koop. Nintendo-Spiel mit Koop? Also ein Nintendo-Spiel, sogar ein 64er. Sogar noch... Ich hab übrigens... Nicht für, du war noch Super Nintendo. Das ist Koop. Sheesh. Richtig geiles Spiel. Ich hab ein Koop-Spiel für die Wii U, was ich noch nie im Koop gezockt hab. Oh, Pikmin genau. 3. Pikmin? Du kennst nicht Pikmin? Ist das dieser Typ mit der Hacke und den Dinosauriern in der Erde? Weil ich glaube nicht an die Evolution. Ja. Das ist nicht so passiert. Ja, irgendwie so hat diese komischen Viecher da aus der Erde, die man so rauszupfen kann, die aussehen wie Blumen. Und dann pustet man einfach Sachen auf und die platzen dann und dann ist gut. Irgendwie so in die Richtung. So kann man nicht Probleme im Leben lösen, Fabian, das weißt du. Das ist aber voll süß. Du kannst nicht einfach Sachen aufblasen und sie verschwinden. Außer Freunde. Wenn du Freunde aufbläst, verschwinden sie meistens. Du siehst sie häufig nochmal vor Gericht wieder, aber... Ansonsten verschwinden sie. Blast keine Dinge auf, Kids. Blast keine Dinge auf. Das war das Wort zum Sonntag. Na, ich habe auch mal Religion studiert. So, zusätzlich. Ja. Niederlandistik, Religion, Englisch, Politik, Jura, Medizin. Sieg aus, da würde ich einfach irgendwas studieren. Hey, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich dachte, du bist einer, der Trendsachen studieren würde. Ja, ich bin der typische BWL-Student. Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Und, ich weiß schon ganz genau, worauf ich dich einlade. Das hast du bestimmt schon gespielt, aber zur Zeit. Bin ich gespannt, du. Ja,
Müssen wir mal rauf. Wir haben das zu hart genommen mit dem Portal-Cosplay. Oder der sich was in die Ohren schiebt, in kommt es in meinen Mund raus. Wenn du jetzt deinen Schwanz in mein Ohr schieben würdest. Weißt du, über solche vulgären Sachen bin ich weit drüber weg. Aber ich weiß, was du fragen willst. Er würde in die Richtung rauskommen oder nicht in die. Achso, okay. Nur um das sich klarzustellen. Das war sicherlich die Frage, die du wolltest. Ja. Gleichzeitig ist allerdings, weil Portale ja auch andersrum funktionieren, wenn ich irgendwas esse, kommt es bei ihm meistens aus dem Ohr raus. Das ist ziemlich unangenehm. Er kann mir jederzeit so ein Early Whirly verpassen. Ja, pass mal auf. Aha! Experimentiert nicht mit Portalen. Portale sind eine schlimme Droge. Ich kann nie wieder normal kacken. Ich kann nie wieder normal Kacke essen. ich meine, nie wieder normal Kacke. Ja, ich auch. Ja. Ich auch, da. Genau das. Möchtest du noch etwas sagen? Ich glaube, es gibt nichts mehr zu sagen. Dann schneide ich hier. Bis dann. Schau, was wissen wir dann aus. Haut rein.